Bildung für ein gelingendes Leben. Unter diesem Motto beschreitet die katholische Erwachsenenbildung im Bistum Trier, kurz KEB, nun neue Wege. 2 Jahre nach dem Start der neuen Phase präsentierte die KEB nun die ersten gelungenen Beispiele in der Trierer Europahalle. Ich glaube, es braucht weniger Informationswissen, Anwendungswissen, sondern man sagt, es braucht Orientierungswissen. Wenn wir in der Bildung tätig sind als Kirche, dann glaube ich, geht es um diese Form von Wissen, ein Orientierungswissen bereitzustellen, das Menschen hilft, in der Flut all dessen, was uns umgibt, auch an Inhalten, an Botschaften, an Wissenspaketen, eine Orientierung zu gewinnen. Orientierung leisten, weiterbilden, Begegnungen fördern. Schon jetzt haben immer mehr Menschen Freude daran, ihr Fachwissen und ihre persönlichen Erfahrungen ehrenamtlich und auf ganz unterschiedliche Weise weiterzugeben. Uns ermutigt das Modell Wikipedia, wo viele kleine Beiträge von Ehrenamtlichen insgesamt gesehen etwas Enormes auf die Beine gestellt haben. Wir sind keine weltweite Organisation, wie das in Wikipedia mittlerweile der Fall ist, aber der Grundgedanke ist gut. Viele kleine Beiträge, wenn sie eine helfende, stützende Struktur bekommen, können in der Summe etwas unglaublich Beeindruckendes auf die Beine stellen. Persönlichkeit entfalten. Religion und Spiritualität, Welt und Gesellschaft gestalten, ganzheitliche Gesundheit, Kultur sowie Qualifizierungsangebote für Ehrenamt und Beruf. In insgesamt 6 neuen Themenbereichen können Interessierte aus einer ganzen Reihe an Veranstaltungen wählen. Eine Brücke bauen zwischen Hörenden und Nichthörenden möchte zum Beispiel die KEB Buß. In regelmäßigen Kursen haben Interessierte die Möglichkeit, die Gebärdensprache zu erlernen. Gehörlose gehören im Prinzip nicht zu uns. Sie sind ausgegrenzt und keiner fühlt sich zuständig für diese Menschen. Und ich freue mich, dass ich also immer mehr Leute dazu gewinnen kann, weil die Gebärdensprache sehr lebendig ist und einem persönlich sehr viel gibt, dass ich über diese Schiene dann an diese Leute rankomme, sodass also immer mehr Menschen dann die Gebärdensprache als schön empfinden und das auch weitergeben. Einen anderen Weg, um Begegnungen zu fördern, geht die Wadener Tafel. Unter dem Motto Jazzgespräche nutzen Daniela Schmidt-Müller und ihr Team das Medium Musik, um die Kluft zwischen Arm und Reich abzubauen. Es ging jetzt geht bei diesen Gesprächen nicht nur darum, dass man eben miteinander im Austausch ist, sondern eben auch, wie gesagt, Menschen, die eigentlich sich mit dem Thema nicht beschäftigen, einfach zu sensibilisieren, die auch mal zum Überlegen zu bringen und auch aufzuzeigen, wie jetzt auch unsere Frau Burkhardt, dass jemand, der über 30 Jahre gearbeitet hat und schwer gearbeitet hat, in unserer heutigen Gesellschaft bedürftig ist, dass er zur Tafel gehen muss. Also auch da wollen wir einfach die Leute sensibilisieren, auch darauf hinweisen, wie geschieht sowas, wie gerät jemand in Not. Und ich denke, das ist auch ein wichtiger Auftrag. Doch ohne eine große Zahl an ehrenamtlichen Helfern wären Projekte wie dieses undenkbar. Neue Mitstreiter finden, Erfahrungen austauschen und das Thema Bildung diskutieren. Dazu bot sich im Anschluss im Foyer die Gelegenheit. Bildung ist ja ein Thema, was mich immer schon interessiert hat. Ich bin Lehrer an einer UNESCO-Projektschule gewesen und da ist Bildung ein Thema. Und das Zweite, ich bin ein Fan des heiligen Pierre Fourier und sein Motto war Bildung für alle. Lass Menschen durch Bildung groß werden und das Thema gelungenes Leben oder gelingendes Leben war das Motto der Fourier-Kongregation. Deswegen bin ich hierher. Eigentlich ist es ja so, dass dieses Thema Bildung für ein gelingendes Leben unwahrscheinlich existenziell ist. Und ich bin also selber ehrenamtlich tätig im Begegnungsforum Haus Franziskus. Und von daher war es für mich eine Bestätigung, was der Bischof am Anfang gesagt hat, wie wichtig Bildung für eine Orientierung im Leben ist. Ein Überblick über die Angebote und Themenfelder aller Bildungsträger im Bistum Trier bietet das neue Portal Bildung. Hier finden Interessierte außerdem Informationen, wie sie sich selbst in der KEB im Bistum Trier einbringen können.